So, weiter geht's. Heute mal wieder Nismo Action mit dem Skyline. Der Boss ist wieder da. Und du mit dem Ford Mustang. Da vorne. Bist ja ganz schön in der Minderheit hier. Komm mal Platz mit deinem Billigauto. Du Arschloch, ohne Scheiß. Was ein Gedränge und Gewürge hier. Zart verstierbuhren so, ne? Oh, du Alter! Du Alter! Ich brauch danach irgendwas zum Werfen, ihr seid ohne Scheiß. Ah, Mittelinsel! Das ist die eine Strecke nur rückwärts, kann das sein? Ja, das ist ja alles nur eine Variante von einer Strecke hier mehrmals. Mal kürzer, mal länger, bisschen anders. Wollte er mich schon wieder weghauen mit seinem Gammel-Giulietta da, Alter. Allein schon beim Start gleich links rüber zu ziehen, ey. Jetzt krieg ich schon wieder das Kotzen, ne? Ja, durchaus. Das sind die besonderen Momente dieses Spiels, wo man sich mal wieder fragt, was sind die Idioten unterwegs? Oh, schau mal hin. Was ist das für eine blöde Kurve, Alter? Schön den Anschluss verloren hier. Wie viel da bist du? Dritter. Ja, dann fährst du gerade da vorne. Du bist wohl Fünfter, oder? Jupp. Ja, dann bin ich das. Und der scheiß Nismo lässt mich nicht vorbei, ey. Haben wir noch ein bisschen Zeit, hier sind noch zwei Runden Zeit. Kann noch viel passieren. Aber kein Totalschaden nehme ich an. Jetzt verfolge ich dich. Oh Gott, nein. Rennen, nein, 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 nein. Ach du Kacke. Ja, so gut. Trifft nicht geklappt. Naja. Der andere Mongo haut mich die ganze Zeit weg, Mann! Das muss ja gut gebrüllt haben, gerade bei dem einen aus den Boxen. Oh Mann. Der Platz ist das Trommelfell, verdient etwas, Alter. Ich muss nach der Runde alles in Sicherheit bringen, was einen Wert hat, ey. Ja, kannst du machen. Alter, wenn ich dich kriege, ich hau dich so weg, du Wichser. Waren die doch nicht noch vor? Sofern er dich überhaupt versteht, das weiß ich eben nicht. Ach, der war deutsch, der Typ. Ja, verkackt, Junge. Ne, 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 ne. Warte, in der nächsten Kurve brauch ich dich nochmal weg. Gerade eine Überrunde. Ah ja, Platz 3. Dumm. Muss noch schnell zuschauen hier. Ich will noch was sehen. Ich sehe leider gar nichts. Außer weiß. Oh, dein Auto sieht ja übel aus.
Fünfter. Hm. Shadow OFA. Plonk. Ja, das war wohl nicht so schön. Glasflasche kann ich schlecht werfen, die über mir steht. Wie viel hast du gekriegt? 13.000. Ich bin ein bisschen drüber. 23.000. Nee. Mehr. 26. 30.400. Ich war Dritter und du Fünfter, das ist schon ein Unterschied. So, liebe Zuschauerfreunde, da sind wir wieder. Jetzt mit dem McLaren MP4 12C GT3 in schwarz-giftgrün. Ein Biest. Vor mir ist Pinky. Pinky Mac Pink Pink. Uiuiuiui. Ab durch die Mitte. Wehe, du drängst mich jetzt ab, du Wichs. Du Hur! Nein, ich sag jetzt nicht das böse H-Wort. Du Hurz! Der Wolf, das Lamm. Hurz! Oh, ein Königsegg ist hinter dir. Nein! Nimm ihn weg! Der Depp, scheiße! Ich lache aus, weil er die Kurve nicht kriegt, kriegst du selbst nicht. Oh, nimmt doch mal eure Rauchwolken hier weg. Schmutzwolken. Was mache ich denn da? Mann. Vor dem habe ich Angst irgendwie. So, für den Fall, dass es doch Windschatten gibt. Aber ich glaube nicht. Aber noch ganz gut durchgekommen, ne? Aha, abkürzen. Jetzt hab ich keinen Reset mehr, der haut mich voll weg. Du verballerst die Dinger ja auch ziemlich inflationär, ne? Ja, wenn du dich drehst und 10 Meter abseits im Grünen liegst oder sonst irgendwie, musst du es ja nehmen. Streng genommen. Ja, da hab ich noch Glück gehabt, ich hab noch alle 5. Ich glaube, der vor mir kommt mit den hohen Geschwindigkeiten nicht zurecht. Das geht hier vielen so. Mir auch. Ach du Scheiße. Alter, ich mach nichts. Das Auto bricht auf dem Gras einfach nur aus und rechts liegt nach rechts und ich. Und ich komme 10 Meter abseits in die Bande. Ohne Reset. Ja. Yeah. Mach das Kiesbett umgraben. So, oh, was passiert denn hier? Das muss ich schon abkürzen. Ja, was soll ich da? Darf ich jetzt mal bald weiterfahren hier? Hallo. Nein. Oh, halbe Stunde hier abgebremst. So, was mache ich denn hier schon wieder? Na, das geht ja noch. Oh, der erste schon gleich im Ziel. Der ist überhaupt nicht mehr zu sehen seit Minuten. Bei mir ist gerade erst, ich habe jetzt erstmal die Hälfte. Ja, und der zweite, den kriege ich nicht mehr.
Scheiße. Zu dritter. Nein, Mann! Nicht abdriften. Bloodspray. Ich jetzt halt noch verkackt, ne? Müssen wir mal zugucken. Los. Gib mir die Grafik, du Spiel. Zieht dein Auto irgendwie in irgendeine Richtung? Nein. Achso, weil du so nicht komisch gefahren bist. Aber das ist wohl Feature von dir gerade, ne? Ja. Das war purer Skill. Oh Mann. More money. Mal einen Schluck trinken, dass ich wieder schreien kann. Ja. Unbedingt. Das darf keiner verpassen sonst. Ja. 19.000 insgesamt. Ich sehe schon den Titel von dem Video, leichte Rage-Attacken. Nee. Das passt jetzt, wenn du zwei Folgen pro Tag rauen willst. Willst du Singleplayer nur eine pro Tag machen? Singleplayer bleibt eine und Multiplayer mache ich erstmal zwei, weil wir momentan so viel fahren. Und damit herzlich willkommen zu Grid 2, jetzt mit dem BMW M1, 1M, Coupé, irgendwas. Sandro, gib mir Gas. Geben Sie Gas, mein Herr. So drängen Sie ein wenig weniger. Danke. Um der Meute Einhalt zu gebieten. Gott. Und dort hat es Schwund gegeben, mein Herr. Der zieht schon so komisch rüber hier, dieser Pfaffa 7800. Und gleich drehen sie alle ab hier. So eine Loops. So, ausgelacht. Ich hab in der Kurve, hab ich so viel Platz jetzt gut gemacht wieder, ne? Oh, jetzt wird schon wieder der Pfaffa. Wenn ich den sehe, will ich ihn schon wieder weghauen, den Loop, ey. Ich habe ihn mal ein bisschen ausgebremst. Danke. Ich zieh mit Freuden an dir vorbei. Ja, war kein Problem. Das war aber unabsichtlich, also. Ich wollte ihn einfach nur blockieren. Also so die Position dicht machen hier. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Jetzt ist er böse. Und er ist wieder abgekackt. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand, mein Freund. Das funktioniert nicht. Camaro ist echt geil, ne? Ja. Richtig schön in die Kurven gedriftet und viel Power auf jeden Fall noch hinterher. Du musst nur gucken, dass du nicht zu viel einlenkst, weil sonst kriegst du aus dem Drift nicht mehr raus. Ja, dann musst du ein bisschen vom Gas gehen, dann kriegst du ihn wieder. Scheiß Bordstein. Oh, Pfaffer ist wieder da. Viel Spaß. Ich setz mich mal ein bisschen ab. Er hat mir das wohl noch nicht übel genommen, er hat auf jeden Fall nicht rübergezogen. Wow, wow. Gott, fahr ich gerade einen Müll zusammen, ne? Haha, so nicht, mein Freund. Fährst du jetzt unfair? Nein, nein, nein. Aber er wollte. Hatte ich zumindest den Eindruck. Huch. Im Moment macht er keine Mucken hier. Aber das mag sich noch einer, wenn ich nicht da dran bin. Und in Schlagposition fehlt. Oh, jetzt hatte ich gerade einen kurzen Lag gehabt. Die Strecke ist auch recht übel bei Nacht hier mit hell-dunkel, hell-dunkel Abwechslung. Kann man sich gar nicht so richtig konzentrieren. Das geht, finde ich sogar noch. Oh mein Gott, Pfaffa kommt. Aber der ist ziemlich schnell gerade. Oder ihr seid ziemlich langsam. Dann mal wieder Vollgas und durch, ne?
Nee, weil es ist wirklich so, wenn du jetzt halt wirklich mal so weit vorne bist, dann tust du immer vorsichtig fahren, dass du den Platz nicht verhauen tust. Boah, jetzt kommt genau der Sechste von hinten, Alter. Bin ich so scheiße gerade? Oh Mann. Das Gewicht von dem Camaro schiebt Mann, aber doch schon ganz schön in den Kurven. Boah, den Dreck, Alter. Na, ah, wieder Fünfter. Oder den Anschluss komplett verloren nach vorne. Bist du Dritter? Ja. Noch. Und so ein Ziel. Nein, nein. Und er zieht vorbei. Mach doch sowas nicht. Und ich verkacke. Oh, die kommen immer dichter, Alter. Oh. Fahrtraining mit Dr. Kongo. Naja. Nur leider habe ich überhaupt keine Leistung hier in dem Auto. Ich weiß. Ich bin sogar Siebter, Alter. Deswegen fahre ich dann eigentlich nur auf Strecken, wo man wirklich viel Topspeed geben kann. Ja, das war komisch, er hat relativ viel Topspeed, aber keine Beschleunigung. Da geht gar nichts. Ja, Vierter immer noch. So ein Müll. Ich meine, 12 Sekunden geht immer noch bei so einem langen Rennen, aber auf den Geraden bin ich so abgekackt. Gerade auf den Geraden müsstest du doch gut sein mit deinem Topspeed. Ja, aber den erreicht er ja nie, weil er zu lange braucht. Oh. Beschleunigung ist absolut kacke bei dem BMW. Selbst so ein Ford Focus, der eigentlich nur einen Frontantrieb hat, der ist da easy vorbeigezogen und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Naja. Eventbelohnung. Eigentlich müsste ich dafür Abzüge kriegen. Naja, 7400. 9000. Na, jetzt habe ich sogar weniger gekriegt als du, obwohl ich hinter dir bin. Ja. So, wir machen dann jetzt eine kleine Unterbrechung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Achso, hier noch ein bisschen Level. Zack. Ja, das hat sich ja gelohnt.